네, 오늘은 저희 특별한 사람을 모셨는데요. 제가 4년 동안 마인츠에서 같이 공부했던 에스터 시몬이라는 플루티스트인데 드레스덴 슈타츠카펠레 지금 내한 공연 중인데 같이 왔더라고요. 봤더니 이 오케스트라에 붙어서 제가 친구기도 하고 그래서 몇 가지 물어보고 좀 배울 점도 있을 것 같고 해서 모셨습니다. Hallo, Esther. Hallo. Kannst du einmal ein bisschen vorstellen? Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei euch. Und ich bin Esther Simon. Also so spricht mein Name, meinen Namen auf Ungarisch aus. Aber in Deutschland sage ich immer Simon. Simon. Genau. ich bin Flötistin in der Sächsischen Staatskapelle Dresden und wir sind jetzt mit Herrn Chung unterwegs in Korea und wir freuen uns sehr auf diese kleine Tournee bei euch und es macht wirklich sehr viel Spaß hier zu sein. Bist du zum allerersten in Korea? Genau, ja. Ich war auch noch nie in Asien. Wie ist dein Eindruck? Essen, Leute? Ja, sehr schön. Also wirklich, die Leute sind sehr nett. Und wir waren schon in verschiedenen Restaurants essen und das Essen ist sehr, sehr lecker und auch das Publikum im Konzert ist sehr lieb und sie passen so auf, es ist so große Stille, aber mit so Aufmerksamkeit. Mhm. Genau, also es ist wirklich beeindruckend, das Land. Wir haben wirklich 4 Jahre lang ganz zusammen studiert, genau, oder? Genau. Und wir haben... Was besonders ist, wir beiden sehr viel gearbeitet. Auch diese 4 Jahre, wie war dein Studium, Master und Konzertexamen? Also ja, das Studium in Mainz, das war eine sehr vielfältige Erfahrung für mich, weil das war die Zeit, wo ich zum ersten Mal im Ausland gelebt habe. Und das war am Anfang natürlich nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel nicht genug Geld gehabt, um alles zu zahlen und ich habe am Anfang noch gekellnert in Restaurants und Hotels beim Frühstück zum Beispiel und musste danach zum Unterricht gehen, was nicht immer gut geklappt hat, weil ich müde war oder weil ich ein bisschen Rücken- oder Handschmerzen hatte und das habe ich dann gespürt, das kann so lange nicht weitergehen und ich habe dann versucht, schnell noch mein Deutsch zu verbessern. Und dann habe ich angefangen, irgendwann in einer Musikschule zu unterrichten und dann war es alles besser natürlich, weil das war dann auch mit Kindern und mit der Flöte hatte das zu tun und ich konnte dann auch mehr üben. Aber das war trotzdem noch viel Arbeit natürlich und dann, also das war so von Kellnern bis Musikschule, so eine Aufbau und dann habe ich am Ende von meinem Studium die Akademiestelle in der Staatskapelle Dresden gekriegt und dann konnte ich zum ersten Mal damit mein Geld verdienen, was ich möchte, was ich so mir gewünscht habe und und dann ab da kann ich das eigentlich sagen, dass ich Orchestermusikerin bin, weil ich habe davor ja im Studium schon gemerkt, ich würde gerne Orchester spielen. Mhm. In Ungarn hatten wir leider auch keinen Piccolo-Unterricht und das habe ich auch erst in Mainz angefangen. Da war ich ein bisschen eigentlich im Nachteil sozusagen, weil viele Studenten haben schon im Bachelorstudium Piccolo gespielt, aber ich habe erst im Master dann, wo wir zusammen studiert haben, angefangen. Und das war so ein bisschen, was ich aufholen musste. Ja. Und und dann die ersten Probespiele waren noch nicht so erfolgreich, aber dann eben die Akademie hat mir dann auch sehr viel gebracht. Also ich habe 2 Jahre Master studiert und dann auch in Mainz 2 Jahre Konzertexamen. Und Gott sei Dank hat das so geklappt, dass es am Ende vom Studium dann die Akademiestelle geworden ist. Genau. Alle Koreaner auch so ein bisschen gleiche Situation, die überlegen nach dem Abschluss, zu zurück nach Heimat oder bleiben, Probespiel weiterzumachen. Ja. Und wie hast du entschieden? Also ein bisschen das Leben hat entschieden, glaube ich, weil ich hab tatsächlich das offen gelassen für mich, weil ich dachte, ich habe ja schon während dem Studium unterrichtet und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das nicht hauptberuflich machen, also ich mag gerne Kinder unterrichten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, nur das zu machen. Ja.
Und ich habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, ich war am Ende vom Studium an der Altersgrenze bei der Akademie. Also. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das noch. Und wenn das nicht klappt, dann überlege ich mir, zurückzugehen nach Ungarn. Ja. Und dort ja, eben dann auch Orchester stellen oder eben nur unterrichten versuchen, aber zumindest dann in der Heimat. Ja. Und dann hat es plötzlich geklappt, in Dresden. Genau, und dann natürlich nach so einer Akademiestelle, wo du dann diese Orchesterwelt siehst und das gefällt dir natürlich, dann habe ich eben entschieden, okay, nach der Akademie mache ich Probespiele für feste Stellen und dann, es hat auch ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich erstmal in Konstanz am Bodensee, das war sehr schön, eine Stelle gehabt, genau, und dann habe ich zu der Staatskapelle gewechselt. Also eben, du hast die Akademiezeit in der Staatskapelle Dresden. Und wie war dein Eindrücke erstmal da? Im Orchester? Ja, im Orchester. Ja, also ich war natürlich... also erst eine Akademistin und ich hatte sehr großen Respekt vor dem Orchester und vor den Kollegen, habe ich immer noch natürlich. Ja. Aber das war für mich wirklich die erste Erfahrung, in so einem guten Profi-Orchester zu spielen. Ja, natürlich habe ich mich zuerst so klein gefühlt und oh, ich bin zu schlecht eigentlich für dieses Orchester und oh Gott, und wie werde ich das schaffen? Aber dann haben mich die Kollegen immer so schön mitgenommen und wir hatten ja auch Unterricht. Ja. In der Akademie, bei den Solobläsern, zum Beispiel bei den Bläsern machen wir das so. Konntest du beide? Also ich hatte bei Sabine Kittel Unterricht, aber ich konnte natürlich auch bei den anderen Unterricht nehmen, wenn ich wollte, musste man nur absprechen. Ja. Und sie haben mir dann sehr viel geholfen auf diesem Weg, wie man dann wirklich Orchester spielt und wie man Probespiele gewinnt. Und ja, sie hat mir sehr, sehr viel geholfen. Oh, Orchester reinzugehen, das ist wichtige Sache. Hättest du ein paar Tipps für die Leute, junge Leute? Ja, also ich habe eher so ein bisschen auch andere Tipps, weil zum Beispiel ich habe auch als Student gedacht, wenn ich 8 Stunden am Tag übe oder sehr viel mache, weil die anderen nur 6 Stunden machen, dann mache ich 8 oder dann werde ich besser, aber so funktioniert es eigentlich nicht. Also mir hat das geholfen, wo ich auch eben sehr viel von woanders also Erfahrungen gesammelt habe, zum Beispiel auch einfach Konzerte anhören oder in die Natur gehen. Also nicht nur besessen sein von diesem Flötespiel, sondern das hat mir so ein bisschen geholfen, da mal so gedanklich auch manchmal rauszukommen, was anderes zu machen. Aber natürlich, wenn man übt, dann sehr konzentriert üben. Also dass es nicht auf die Menge ankommt, sondern auf die Qualität von dem Üben. Mhm. Und ja, und mir hat speziell beim Probespiel das am besten geholfen, dass ich sehr, sehr viel vorgespielt habe. Also, dass ich wirklich oft Kollegen gefragt habe, hast du 10 Minuten? Dann spiele ich nur Mozart, Konzertexposition und 2 Stellen oder so. Und dann kamen sie und auch andere Kollegen, also nicht unbedingt Flöte. Kollegen und haben einfach zugehört und oft auch ihre Meinung gesagt, aber oft auch einfach nur gespielt. Ja, nur gespielt. Und einfach dieses oft Vorspielen, das hat mir sehr viel geholfen, dass man wirklich in diesen 2 Minuten dann abliefern muss im Probespiel. Und das habe ich dadurch sehr gut trainieren können. Ich wollte fragen auch, du warst Soloflötistin in Konstanz und jetzt in Staatskapelle Dresden. Kann man das vergleichen? Ja, es ist ein bisschen schwierig natürlich, weil das ist ganz andere Arbeit. Ja. Also in Konstanz ist ja ein kleineres Orchester und da war ich auch so Soloflöte, dass ich auch oft Zweite gespielt habe. Wir haben so immer ein bisschen gewechselt an der ersten Position, dass man dann eben, weil wir sehr viel Dienst hatten, dass wir nicht alles an der ersten oder alles an der zweiten spielen mussten. Das war für mich wirklich eine super Erfahrung zum sehr, sehr viele Stücke lernen zum Beispiel und auch diese Verantwortung zu übernehmen in der Holzbläsergruppe als erste Flötistin. Aber ich habe ja als Akademistin auch schon in der Staatskapelle sehr viel Zweite gespielt und das hat mir auch sehr Spaß gemacht mit so guten Kollegen neben mir und war einfach so, ich konnte mir das schon vorstellen, wenn das Probespiel klappt,
dass ich damit sozusagen leben kann. Ja. Also, dass ich nicht unbedingt Soloflöte sein muss, weil diese Konzerte, diese Reisen, diese Dirigenten, Solisten, die wir haben, das macht wirklich so viel Spaß. Mhm. Und dann dachte ich, ja, ich mache das sehr gerne an der zweiten Flöte auch. Ja, ich wollte fragen auch über Christian Tillemann. Er ist der beste Dirigent in Deutschland fast, jetzt sehr beschäftigt. Und wie war es, diese Erfahrung mit Maestro? Also ja, wir hatten mit Herrn Tillemann den Ring jetzt und das war wirklich eine sehr große und spezielle Erfahrung für mich, weil ich habe ihn schon öfter erlebt mit zum Beispiel Strauss-Programm, ist auch sehr, sehr schön mit ihm. Aber ich glaube, das war jetzt mein erster Wagner mit ihm. Und ich habe 3 von den 4 Opern gespielt beim Ring. Und das war wirklich eine hervorragende Interpretation von ihm und von der Kapelle zusammen. Also das entsteht da immer so eine ganz besondere Connection zwischen Orchester und Herrn Tillemann. Und das kann er wirklich sehr, sehr, sehr gut machen. Mhm. Und das Publikum war auch sehr begeistert, die Sänger waren sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Und ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass er eine von den Besten ist für Wagner und Strauss, weil da entsteht so eine Stimmung, was du nicht unbedingt überall hörst. Ja. Also das ist wirklich was Besonderes. Ja. John und Staatskapelle ist sehr gute und besondere Beziehung sind. Kann man das schon in der Probe mitbekommen? Diese Atmosphäre oder? Ja, auf jeden Fall. Also er ist wirklich so lieb und er mag das Orchester so gerne, das sieht man auch. Und wir mögen ihn auch sehr. Und ich habe jetzt mit den Kollegen darüber gesprochen. Ich glaube, er ist mehr als 20 Jahre schon unser erster Gastdirigent. Ja. Und er macht regelmäßig Programme mit der Staatskapelle, Tournee auch. Und natürlich schon, wenn er reinkommt, ist so eine, so eine freundschaftliche Stimmung, so sehr innig, aber auch mit sehr viel Respekt. Hm. Also ich glaube, auch die Musiker gucken hoch zu ihm und er ist auch wirklich, er mag die Staatskapelle und schätzt es sehr als Orchester. Also jetzt zum Beispiel bei einem Konzert ist er, hat sich zum Publikum gedreht und hat irgendwas gesagt auf Koreanisch. Und dann hat er uns übersetzt, ja, ich habe gerade gesagt, dass sie ein sehr gutes Orchester sind. Also, die sind gut, oder? So. Und es ist wirklich auch lustig oft. Mhm. Und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu spielen. Mhm. Viele Orchester von Ausland sagen, uns koreanische Publikum ein bisschen anders, eine andere Atmosphäre gefühlt. Und wie hast du gefühlt, dieses koreanische Publikum? Ja, sehr sympathisch. sie passen sehr auf. Also es ist wirklich so eine Stille, so eine Aufmerksamkeit im Saal und auch im wo zwischen den Sätzen in Deutschland so viel gehustet wird oder so, das ist hier nicht so sehr, also ein paar bisschen so, aber wirklich nicht viel. Und danach ist aber so ein ganz großes, begeistertes Klatschen und Applaus und also das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass sie sich so interessieren für klassische Musik und dass sie so aufmerksam zuhören. Ja. Du hast sozusagen einen großen Teil geschafft. Gratuliere erstmal. Danke. Und gibt es für dich eine weitere Pläne als Musiker oder als Mensch? Naja, ich würde sagen jetzt erstmal als Mensch, weil also ich fühle mich jetzt endlich angekommen. In Dresden und in Deutschland überhaupt. Also das sind jetzt 11 Jahre, seitdem ich in Deutschland bin. Und ich fühle mich jetzt in einem super Orchester angekommen, sehr gute Stelle. Ich kann Spaß haben beim Dienst, ich spiele gerne im Dienst. Und jetzt muss ich mal erstmal so das bisschen genießen, glaube ich.
Und ja, erstmal haben wir private Pläne ja. mit meinem Mann und genau. Also ich gucke dann einfach weiter, wie ja. das Leben. Natürlich würde ich mir schon gerne vorstellen, zum Beispiel in Ungarn, wenn ich mal zu Hause bin, Kurse zu geben, wenn jemand sich interessieren würde, weil ich glaube, ich habe jetzt wirklich viel gelernt ja. in dieser Zeit. Vor allem für junge Leute, die Probespiele machen. Also ich glaube schon, dass ich da helfen könnte. Ja. Also dazu hätte ich schon Lust, so Leute zu unterrichten, die wirklich schon vor dem Probespielen machen sind. Und genau, also da ein bisschen irgendwie helfen. Aber jetzt so große Solokonzerte oder sowas plane ich jetzt gerade noch nicht. Okay. Natürlich Kammermusiklehre, ja. sehr schön. Also das muss ich noch mit den Kollegen ein bisschen aufbauen. Ja. Ein paar Kollegen finden, die gerne mit mir spielen würden. Aber das würde ich zum Beispiel sehr gerne machen. Mhm. In Dresden gibt es auch regelmäßig Kammermusikkonzerte. Mhm. Was machst du außer Flöte? Was außer machst Flöte. Du für Ausruhen? Also ich lese gerne, wenn ich ja. Zeit habe. Ich schaue gerne Filme an. Ja. Und also was meine Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich, in die Natur zu gehen und ja. zu wandern. Jetzt im Winter war nicht so viel Möglichkeit, aber zum Beispiel auch in der Corona-Zeit konnte ich das genießen, dass wir oft wandern waren. Genau. So, vielen, vielen Dank für das Interview und ich danke. Spielen. In Seoul. Danke und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich freue mich sehr und vielleicht komm wieder nach Korea. Oder? Ja, und wenn ihr in Dresden seid, dann ja, seid ihr auch herzlich eingeladen bei uns und, ja. Ja, und auch bei der Kapelle natürlich. Wir sehen uns wieder im Konzertsaal vielleicht und dann wir machen einen Schluss hier. Dankeschön. Ne, Interview 봐주셔서 감사하고요. 다음 인터뷰에서 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 주스. 감사합니다. 땡큐, 예코. 땡큐.